Ich bin Fabian Wiede. Ich bin Paul Drucks. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Hallo und herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assemacher, Hallensprecher der Füchse Berlin. Und eine lange, anstrengende Saison hat heute ihren Höhepunkt gefunden, nämlich das letzte Heimspiel gegen Frischauf Köppingen. Und wie das war, das seht ihr später. Und meine Studiogäste sind Fabian Wiede und Paul Drucks. In dieser Folge bewegt sich Jagdfieber zwischen Abschied und Zukunft. Denn wenn Bob Hanning etwas zu verkünden hat, dann ist dies zumeist bahnbrechend. Mit Fabian Wiede und Paul Drucks verlängern nicht nur zwei Nationalspieler bei den Füchsen bis 2021, sondern auch zwei Publikumslieblinge und Emporkömmlinge der Hanning-Schule bzw. des Füchse-Nachwuchses. Mit Jesper Nielsen verlässt die Füchse aber auch ein absoluter Sympathieträger. Er ist neben dem Sportlichen eben auch ein vom menschlichen Seite ein ganz, ganz toller Charakter, der jeder Mannschaft gut tut, weil er einfach positive Stimmung reinbringt, immer kämpft, auch wirklich ein Teamplayer da ist, das groß schreibt. Und das ist einfach auch herausragend. Und diese Mischung macht ihn einfach zum sehr wertvollen Spieler. Zunächst einmal aber herzlich willkommen bei Jagdfieber und aus Sicht aller Füchse-Fans und Handballfreunde in Berlin danke für die Vertragsverlängerung, Paul Drucks und Fabian Wiede. 8.664 Zuschauer sahen das letzte Heimspiel der Füchse gegen Frischauf Köppingen. Und es ist mir eine wahnsinnige Freude, eine große Ehre, zwei Jungs dabei zu haben, heute bei Jagdfieber als Studiogäste, die heute mal ganz locker verlängert haben bis 2021. Habt ihr euch das gut überlegt? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir beide fühlen uns hier sehr wohl in Berlin und der Verein ist super, wir fühlen uns super. Die Stadt ist super, also daher gibt es eigentlich nichts Besseres für uns, jetzt hier so einen langen Vertrag zu bekommen. Und daher, wir fühlen uns wohl und deswegen stand es für uns nicht zur Debatte, was anderes zu suchen. Oder? Das finde ich ist A, ehrenwert, B, total toll. Ist ja auch immer Wahnsinn, wenn ihr Tore macht. Du hast heute gerade mal 10 Tore gemacht. Hättest auch 11 machen können, wenn du den 7 Meter nicht verworfen hättest, aber es sei dir verziehen. Paul, du hast auch verlängert bis 2021. Wir haben gemeinsam Erfolge gefeiert in der A-Jugend. Jetzt seid ihr bei den großen Jungs dabei. Man sieht schon, dass sie richtig Respekt vor euch haben. Ja, danke schön. Wir versuchen natürlich an die Erfolge aus der Jugend anzuknüpfen. Ich glaube, deshalb haben wir auch verlängert, weil wir uns hier sehr wohlfühlen und weil wir an den Club glauben, an die Perspektive, die wir hier haben. Und wir versuchen natürlich noch einige Titel mit den Füchsen zu holen. Wie das Ganze heute aussah, so gegen Frischauf Köppingen, den amtierenden EF-Pokalsieger. Ich weiß nur eines, wir lagen 4 Tore zurück und es war am Ende sehr, sehr schön. Wie schön das war, gucken wir uns an. Füchse Berlin gegen Frischauf Köppingen. Immer wieder Wiede und dies gleich 10-mal. Beflügelt von der Vertragsverlängerung bis ins Jahr 2021 wirft Berlins Europameister für jedes neue Vertragsjahr gleich 2 Treffer. Was am Ende auch bedeutet, dass der vorherige den amtierenden EF-Cup-Sieger mit 31-27 schlagen kann. Ich denke, wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Wir hatten viele Freie, die wir einfach nicht gemacht haben. Und die muss man einfach in Berlin machen, um auch hier Punkte zu holen. Das haben wir leider nicht geschafft. Das Duell zwischen dem ERF-Cup-Sieger 2015 und dem aktuellen Titelträger bietet viel, ist phasenweise ein Langpass-Festival. Beginnt mit dem Anspiel von Drago Vukovic auf Berlins fleißigsten Torschützen in dieser Spielzeit, Peter Nenadic. Doch die Anfangsphase der Begegnung ist nicht unbedingt die Stärkeperiode der Hausherren in diesem Spiel. Dank zumeist flüssigen Kombinationen sind zunächst die Gäste aus Köppingen spielbestimmt. Auch weil das Kombinationsspiel der Füchse zunächst nicht immer den nötigen Fluss aufweist. Lars Kaufmann, seines Zeichens Weltmeister von 2007, wird somit zum Mann des Gegenstoßes. Nach der Auszeit kommen die Füchse mehr und mehr in den Spielfluss. Fabian Wiede zunächst nervenstark von der 7-Meter-Linie und dann als quasi Vorbereiter seines nächsten Treffers. Die Situation wird erst dann gedanklich abgehakt, wenn sie wirklich vorbei ist. Aber auch als guter Anspieler beweist sich der Rückraumspieler mit dem Anspiel auf den scheidenden Zimmergenossen Jesper Nielsen, der in der kommenden Spielzeit für den Champions League drittplatzierten Paris aufspielen wird. Was folgt, ist zunächst der Beweis, dass auch Paul Drucks die ein oder andere Finte im Repertoire hat und dann, dass bei diesem Treffer sicher auch Peter Nenadic durchaus neidisch sein wird auf die filigrane Beweglichkeit des Mannschaftskollegen, der ebenfalls um 5 Jahre bei den Füchsen verlängert hat. Der letzte Treffer vor der Pause ist dann wieder Fabian Wiede vorbestimmt, dessen Körpersprache klar darauf schließen lässt,
dass er in Zukunft mehr und mehr zum emotionalen Leader werden will und werden wird. Wie man einen 7 Meter entschärft, beweist dann einmal mehr Füchse-Kapitän Peter Stoche. Der dann aber keine Chance gegen ein abermaliges Wurfgeschoss von Göppings Lars Kaufmann hat. Wie man Gegenstöße pariert, dies zeigt Peter Stochel den über 8000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle, zu denen auch Albers Ex-Coach Sascha Obradovic gehört, dann mal wieder eindrucksvoll. Diese Paraden sind auch ein Grund für den Erfolg der Berliner. Ein Mosaikteilchen ist dann die Beobachtungs- und Antizipationsgabe von Peter Nenadic, der diesen Ball abfängt und ihn letztlich im verwaisten Tor der Gäste unterbringt. Weil Fabian Wiede auch weiter nervenstark bleibt, können die Füchse im letzten Heimspiel der Spielzeit ein Torepolster zum Ende der Partie aufweisen, was letztlich auch dazu führt, dass die Göppinger keine weiteren Feiertage erleben. Da wir gleich am Mittwoch wieder gespielt haben, konnten wir natürlich nicht ausgiebig feiern. Natürlich haben wir es ein bisschen genutzt, aber der Alltag von der Bundesliga hat uns dann gleich wieder eingeholt. Nach dem Spiel wurden dann mit Jesper Nielsen, Willi Weihrauch, Moritz Schade und Faruk Fasalic 4 Füchse mit Applaus verabschiedet. Das Spiel hingegen hat gezeigt, wie die Zukunft aussehen soll, mit gut aufgelegten Vertragsverlängerern Fabian Wiede und Paul Drucks. 31-27, vor so vielen Zuschauern, eine geile Stimmung, besiegen unsere Füchse Frisch auf Göppingen, den amtierenden EF-Pokalsieger, damit unser Nachfolger. Es ging heute um Platz 5, haben wir, glaube ich, relativ souverän nach anfänglichen Schwierigkeiten uns darum gekümmert, dass die Punkte in Berlin bleiben. Ja, definitiv. Du hast schon gesagt, ich glaube, die ersten 15 Minuten waren ein bisschen durchwachsen, kam nicht so gut ins Spiel und dann haben wir uns nochmal zusammengerissen, weil wir das Spiel halt unbedingt gewinnen wollten. Und das hat man dann auch gesehen, dass wir dann zum Schluss, glaube ich, auch die besseren Kräfte hatten und dann haben wir es nach Hause geholt. Ich muss natürlich dazu sagen, für mich von außen sah das in den ersten Minuten nicht ganz so schön aus. Wir lagen mit 4 Toren zurück. Dann kommt Fabi rein, hat ein kleines Läufchen und dann macht er ganz schön viele Tore. Heute 10 an der Zahl. Hast du dir was vorgenommen? Einen Sieg habe ich vorgenommen, ja. Aber nein, dass man 10 Tore wirft, das ist, wie gesagt, habe ich noch nie gemacht, glaube ich, in der ersten Liga, weiß ich gar nicht, ob ich es schon mal hatte. Auf jeden Fall hatte ich ja ein gutes Gefühl gehabt heute. Ich habe auch gute Bälle bekommen von unseren Mitspielern, wo ich einfach dann auch gut ins 1 gegen 1 konnte oder auch von hinten aufs Tor werfen konnte. Und daher hat heute einfach alles gestimmt. Wir haben einfach ziemlich den Ball sehr gut laufen lassen im Angriff. Wir haben viel über den Kreis auch gespielt, über Jesper. Und daher kamen wir immer zu einfachen Toren. Und deswegen haben wir auch so verdient gewonnen heute. Ich meine, wenn man so einen Lauf hat, relativ gut drauf ist, dann kommen einfach auch mal Pässe an. Ich erinnere mich an einen Pass in der ersten Halbzeit. Weit hinter der eigenen Mittellinie. Jesper steht vorne durch die Abwehrspieler durch und du nimmst dir einfach den Wurf, den Pass zu Jesper. Da muss man schon ganz schön viel Selbstvertrauen haben. Sowas trainieren wir jeden Tag im Training. Und daher, wenn er 2 Meter links, 2 Meter rechts Freiraum hat, kommt der Ball von 10 Pässen 10 Mal an. Also daher denke ich mal, dass es jetzt nicht so ein dramatisches Ding war. Ja, aber ihr aus Sicht des Spielers könnt ja mal den Pass des Jahrhunderts von unserem lieben Heine kommentieren. Ein Pass, ich glaube, der war auch von der Mittellinie über die ganze Abwehr drüber. Ganz schön krass, oder? Du darfst das nicht immer wieder rausholen, weißt du, das ist für Heine natürlich ein gewundenes Fressen. Naja, war schon ein super Pass, aber das durften wir uns auch lange genug in der Kabine anhören. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass ihr euch das anhören konntet. Ja, den Kreisläufer, den du heute auch ein paar Mal super angespielt hast, der wird uns bald verlassen. Heute das letzte Heimspiel hier im Fuchs war, ein Spiel habt ihr noch in Balingen. Es tut natürlich immer weh, wenn Spieler gehen. Gab heute eine neue Verpflichtung, die bekannt gegeben und ist der Kreisläufer aus Flensburg, kommt für ein Jahr zu den Füchsen. Ein Jahr später kommt Erik Schmidt. Das sind schon Dinge, die einfach auch dann mit Hand und Fuß von Bob so konstruiert werden. Ja, definitiv. Ich glaube, der Übergang jetzt, bis Erik Schmidt kommt, da müssen wir uns natürlich jetzt erstmal einspielen. Ist zwar nur ein Jahr, aber ich glaube, da werden wir das Beste jetzt einfach draus machen und dann kommt Erik. Den kennen wir natürlich auch schon gut und ich glaube, der wird gut zu uns passen und dann denke ich mal, werden wir uns auch wieder eine gute Abwehr stellen. Wie gut unsere 36 Jesper Nielsen zu uns gepasst hat, was über ihn zu sagen gibt, das können wir uns jetzt mal angucken. Ich weiß nicht, aber ihr werdet es gleich wissen. Das Porträt Jesper Nielsen. Wer noch ein Autogramm von Jesper Nielsen erhaschen wollte, der musste sich beeilen, denn die Zeit des schwedischen Kreisläufers in Berlin nähert sich dem Ende.
Handballmäßig habe ich viel gelernt. Ich bin ein viel besserer Handballspieler jetzt. Aber auch persönlich, also 3 Jahre in einem anderen Land und eine neue Sprache und so. So, ich habe ganz viele gelernt in jedem Plan. So. Und dieser in 3 Jahren immer besser werdende Handballspieler verbesserte auch seine Titelsammlung zunehmend in Berlin. DRB-Pokalsieger, ERF-Cup-Gewinner, Vereinsweltmeister. Der schönste Titel war allerdings der des DRB-Pokalsiegers, weil es der erste gewesen ist. Vermissen wird Jeppe nach seinem Abschied aus Berlin so einiges. Die ganze Mannschaft mit Physios, mit Generale und also ja, die Mannschaft und die Stadt, ganz klar. Ich wohne in Prenzlauer Berg und ich will Prenzlauer Berg ganz viel vermissen. So, das sind super Jahre hier. Neben dem Team und dem geliebten Prenzlauer Berg ist es aber auch der bombastische Betreuer Generale, der einen festen Platz im Herzen von Jesper Nielsen behalten wird. Denn helfende Hände vergisst man nicht. Jesper ist einer derjenigen, der in der Halbzeit das Trikot, die Hose, das Schweißband wechselt. Und ich habe für ihn immer alles in doppelter oder dreifacher Ausfertigung da. Oder auch wenn er mal was anderes braucht. Ich habe für Jesper alles immer da gehabt und egal, was er brauchte, auch Unterstützung vielleicht, wenn es darum ging, er hat mal einen Strafzettel gekriegt und brauchte da mal Hilfe, wie funktioniert das und so. Da habe ich eben Jesper immer geholfen und das ist einfach ein ganz feiner Mensch und ich werde ihn auch sehr vermissen, Jesper. Als 23-Jähriger kam Jesper Nielsen nach Berlin. Nach 3 Jahren geht ein großer Mann mit einer nun größeren Titelsammlung und einem großen Trikotverschleiß in eine etwas kleinere Stadt. Wenn man ihm dort auch bei dem einen oder anderen helfen wird, wird die Zeit in der französischen Hauptstadt bestimmt genauso wie in Berlin. Schlichtweg. Unglaublich. Wir konnten gerade ein wunderschönes Porträt sehen und meine beiden Jungs, die hier sitzen, haben Jesper bei einer Sache immer wieder geholfen. Was war das? Ich denke, ich habe ihm einfach viel mit der Sprache geholfen, einfach so, weil er kam neu, konnte kein Deutsch und daher haben wir uns am Anfang auch viel auf Englisch unterhalten und jetzt mittlerweile spricht er sehr gut bis perfekt Deutsch und daher denke ich mal schon, dass ich da auch einen kleinen Anteil daran habe. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit. Wir gehen jetzt raus noch ein bisschen feiern, das haben wir uns verdient. Meine Studiogäste, Paul Drucks und Fabian Wiede.